Jo, willkommen zurück zu Deadfall Adventures. Es geht in die Zielgerade. Das muss einer der Wächter sein. Endspurt. Wir müssen zu der Statue. Genau, das müssen wir. Aber er hat was dagegen. Der scheint sehr erfreut zu sein, uns zu sehen. Sag ich ja. Ich glaube, wir haben einen der Wächter gefunden. Aber ich weiß nicht, ob es Hunkame oder Wukubkame ist. Na, Wukubkame natürlich. Sein Name ist vermutlich die geringste unserer Sorgen. Sein Name lautet Wukubkane. Jetzt geht's los. Ja. Wie läuft das ab? Das sind ganz normale Gegner. Gibt's hier irgendwas, was ich mir wieder zunutze machen kann? Das war vor gar nicht langer Zeit. Da musste ich die Umgebung bemühen, um der Gegner Schar-Herr werden zu können. Aber hier sehe ich nichts. Lichter. Bräuchte Licht. Der Mond ist auch. Nein, da ist er. Oh! Ich kann von hier aus drei Schalter sehen. Versuch sie zu aktivieren. Die berühmten drei Schalter. Wo? Könntest du mir genau sagen, wo sie sind, bitte? Ich sehe keine drei Schalter. Nehm die da wieder. Taugt mir. Vielleicht meinen sie da oben? Da ist Munition. Aha, da kann man aufrüsten. Beliebig. Beliebig oft. Der schon wieder. Ja, wo? Wo sind Schalter? Da ist mal nix. Da ist ein Schalter. Wie kann sie die von da drüben sehen? Schau, unmöglich, dass sie den Schalter da sieht. Knirscht etwas, aber es funktioniert noch. Jetzt wird er wahrscheinlich fuchsteufelswild. Was wollen wir wetten? Da ist noch ein Schatz drin, ha? Na gut, ich habe jetzt andere Sorgen. Der andere Schalter ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Oh! Nein, er hat was dagegen. Das ist offensichtlich. Ah, shit. Eine Lampe. Irgendwas hat mich verbrutzelt. Oh, shit. Er ist leicht abzuwehren, aber er ist nicht tot. Es steht fest, das ist nur ein Aufschub. Kein Sieg. Wir haben die Schlacht gewonnen, aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Die gehen bestimmt irgendwie auf. Traue ich mich wetten. Der dritte wird das schwerste sein. Ah, ich sehe es. Da ist was drin. Ein Schatz. Mach auf. Vielleicht sprengen, ha? Huh? Kann ich sprengen? Bestimmt nicht. Einmal probiere ich es. Aber es hat noch nie funktioniert. Nee. Befürchtet. Da ist er schon wieder. Hm? Wie kommt man da rein, ha? Huh? Gute Frage. Vielleicht nachher. Au! Wieder dasselbe in grün. Noch mehr. Au! Oh! Scheiße! Viel Spielraum habe ich hier nicht zu manövrieren. Das ist wie ein Flammenaquädukt hier. Gerade nochmal abgewehrt. War nicht gerade extrem schwer. Da kann ich drauf schießen. Schau mal. Oh!
Okay. Das wusste ich nicht. Ist das gut oder schlecht? Ich glaube, das war ja gut für mich. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich dann da rein irgendwo. Bin mir nicht sicher, ob ich das hätte machen sollen. Wird sich zeigen. Ich hoffe, es speichert bald, weil... Es hat schon lange nicht gespeichert. Ich traue mich nicht weiter. Sie hat gesagt, 3 Schalter. Mein Gott, Schalter. Da ist mal keiner. Was ist hier? Ist wirklich sehr lichtscheu. Kann man nicht anders sagen. Oh. Es geht auf. Wir sollten jetzt in Sicherheit sein. Ah, es hat gespeichert. Und die Framerate ist plötzlich tiptop. Wir sollten in Sicherheit sein. Ah. Wo ist sie? Sie war doch auch irgendwo. Da oben. Da geht's rein, aber... Bevor ich da reinlatsche, schaue ich noch, ob ich irgendwas machen kann hier, um diesen Schatz zu bergen, den ich da drin gesehen habe. Da hat sie irgendwas gemacht. Ist das getimed? Möglich. Sind da noch mehr von diesen Dingern? Kompass. Ja, ich weiß, dass da oben ein Schatz ist. Ich komme nicht ran. So leicht. Schau mal, ob der wieder zurückgegangen ist. Ne, der ist noch. Okay, das ist nicht getimed. Der Bild steht fest. Das kann nicht so einfach gewesen sein, dass das jetzt schon aufgegangen ist. Irgendwas fehlt wahrscheinlich noch. Da ist was aufgegangen, ha? Das war vorhin zu, das weiß ich noch. Das war sicher zu. Aha. Oh. Aha. Einen hätten wir. Fehlt noch einer. Der war auf der anderen Seite. Der Kampf war nicht sehr episch, muss ich zugeben, aber... Vielleicht war ich auch nur so geschickt. Kann das sein? Eher nicht. Ich glaube, er war so leicht. War wirklich nicht schwer. Also dieses Gefäß hebt sich ab von den anderen. Ist das was Besonderes? Nein. Sieht aus wie aus einer anderen Epoche. Passt nicht ganz her. Macht der? Gibt man irgendwas auf den Bauch? Vielleicht eine Art Übungspuppe für den Gebärvorgang von früher. Für die Hebammen, für die Mayanischen. Haben sie da das Werfen geübt? So, da ist leider nichts mehr drin. Ich fürchte, das war alles, ne? Das reicht noch nicht, um aufzurüsten. Ich frage mich nur, wo sie jetzt ist. Ist sie schon runtergehüpft etwa? Dr. Goodwin! Da ist sie nicht mehr. Okay. Egal, sie kommt mir ohnehin hinterher. Habe ich die Munitionskiste? Ja, habe ich. Will nicht mit leeren Händen da rein. Okay.
Einen kurzen Blick. Nee, passt. Wir hüpfen. Au! Oh. Ich hoffe, Dr. Goodwin kommt noch. Da ist sie ja schon. Die wartet schon sehnsüchtig. Quatermain, sieh dir das an! Was? Der Legende des letzten Najor zufolge streifte er nachts durch die Stadt, über die er einst herrschte, und tötete seine Untertanen. Männer, wieso? Frauen und Kinder, bis die Stadt schließlich entvölkert war. So ein Rindvieh. Der endlose Außenbezirk der Stadt des Todes, bewohnt von ein paar wenigen, bedauernswerten Seelen, die dazu verdammt sind, mit dem Totenkönig den Zugang zu bewachen. Und wie wir wissen, bewacht er ihn bis heute. Alvarez hatte vermutlich keine Chance. Nein, es sei denn, er konnte diese Symbole entziffern. Da steht etwas von einer Flamme, die die Ketten vernichtet, die den Diener festhalten. Der Diener ist vermutlich der untote König. Wir werden sehen. Hoffen Flammen. Nur, dass wir nicht wie Alvarez und seine Männer enden. Das ist nicht Alvarez, das ist Alvarez. Julio Iglesias. So spricht man Spanisch. Bin Experte. Das mögen die Frauen. Das turnt sie richtig an. Siehst du, wie sie angeturnt ist? Die dreht mir den Rücken zu. Scheiße. Ja, er hat irgendwas gesagt von Flammen oder was? Sonst vorher geht's nicht weiter? Doch, ich kann weiter. Da ist ein Loch. Da war ein Droger drin. Gut, dann fangen wir zu leuchten an. Nehmen wir mal an, ich muss darauf leuchten. Nein? Auge, Auge, 1, 2, 3, 4. Wie, alle vier gleichzeitig? So geht das. Und jetzt finden wir raus, ob diese Feuergeschichte metaphorisch gemeint war. Der Trick mit dem Hüftknick. Metaphorisch. Sieht aus wie ein Dwema, eine Dwema-Sphäre. Muss ich da auch noch drauf leuchten oder was? Ja, es leuchtet. Die Jacke brennt, es leuchtet weit. Ja, du bist ja ein richtiger kleiner Einstein, wie? Schön, dass es dir auffällt. Aus der Asche, ganz allein, steige ich auf zum Sonnenschein. Genau, wir können weiter. Leise rieselt der Kalk. Hübsch gemacht. Alles tessilliert sogar, schau mal. Man sieht von... Wenn man hier an der Wand entlang schaut, ist es ein wenig tessilliert. Habe ich den Eindruck. Beachtlich. Kompass. Schatz nach rechts. Zu meiner Rechten. Da drüben. Oh. Kann ich nicht runter. Noch nicht. Verdächtig ruhig jetzt. Ist der Mond wieder? Ah, der Mond. Mond anheulen. Bringt Glück. So, da ist der Schatz drin. Sieht ein Blinder. Die Frage ist, wie ist er gesichert? Welche Alarmanlage haben sie installiert? Eine mayanische... Oh, das war eine tödliche Alarmanlage. Sudden Instant Child Death Syndrome. Oder so ähnlich. Was genau hat mich eigentlich... Ist das noch mein Blut? Wahrscheinlich. Da sind Pfeile rausgekommen. Irgendwo ist vielleicht was... Womit ich das deaktivieren kann. Ah, da ist es. Ist es sicher? Ich habe nicht den Eindruck, dass das sicher ist. Nur weil ich da gedrückt habe. Da komme ich nicht durch. Meinem Wanst. Ich probiere es halt. Ja, es hat gewirkt. Gott sei Dank.
5 von 5. Geil. Ich glaube, es wird noch was vor Ende des Spiels. Mit dem Rösten. Geile Grafik. Ich liebe es. Noch ein Schatz? Ja, noch ein Schatz. Da drüben. Kommen von da oben. Haben sie schon gewütet, die Grabräuber. Da drüben, ich sehe ihn schon. Da kann ich auch rüsten. Er liegt hier einsam und verlassen und ungesichert. Wir haben denn die Grabräuber nicht gefunden. Sehr verdächtig, ha? Kann ich rüsten? Nein! Mann, das gibt's ja nicht. 24 Schätze. Noch 3 für die Taschenlampe. Noch 20? Was? So viele Schätze gibt's doch gar nicht. Sehen wir nix. So viele Schätze sind doch gar nicht im Spiel. Vielleicht gibt's ein New Game Plus, wo man die Schätze behält und weitersuchen kann. Ich hatte doch schon Wege des Lichts 5 von 5. Komisch. Wo muss ich hin? Da rein? Ja, anscheinend. Schau kurz da nochmal. Kompass dreht durch. Au! Ups, nicht. Ja, es geht weiter. Da drüben sehe ich wieder ein Spiegelrätsel. Hoffentlich kein schweres. Das versuchen wir in der nächsten Folge zu lösen. Also bis dann. Tschüss.